Bewegende Szenen auf der Schachtanlage Auguste Victoria in Marl. Rund 250 Gäste aus Bundes-, Landes- und Lokalpolitik hatten sich eingefunden, um das Ende der 116-jährigen Bergwerksgeschichte in Marl mitzuerleben. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die Bürgermeister Klimpel und Arndt sowie Vertreter des Bergwerks bildeten ein Spalier, um die ankommenden Bergleute am Förderkorb zu begrüßen. Bergmann Thomas Hahn aus Marl trug den letzten Kohlebrocken nach über Tage. Ja, für mich ist das die zweite Zechenschließung und ich finde, es tut auch sehr weh und es geht sehr viel Tradition verloren. Ja, also ich muss ja auch noch nach Prosperania, werde ich noch verlegt, ja, weil ich bin Baujahr 69. Und naja gut, hier mache ich wahrscheinlich die Raubphase noch mit und dann muss ich wahrscheinlich noch mal wandern. Das ist natürlich hart für die Stadt Marl, es ist hart für die ganze Region, weil nicht nur der Bergbau als Steuerzahler ausfällt, sondern viele, viele Zulieferer, vieles, vieles im Einzelhandel. Das ist nicht einfach. Im Zelt auf dem Zechengelände folgten Ansprachen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sprach von einem bewegenden Augenblick, aber auch von einer Chance, etwas Neues zu starten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Und ich würde Sie alle bitten, das auch zu tun, indem Sie sich erheben, zu Ehren derjenigen, die hier auf diesem Bergwerk jetzt und auch in Vorzeit so viel geleistet haben. Herzlichen Dank. An die lange Geschichte des Bergbaus in Marl erinnerte Bürgermeister Werner Arndt. Es gibt in unserer Stadt kaum eine Familie, die nicht mit dem Bergbau verbunden ist. Die Bergleute und ihre Familien haben mit ihrer Tradition unsere städtische Gemeinschaft bereichert und mitgestaltet. Die beispielhafte Solidarität der Kumpel war ein Garant dafür, dass Fremde zu Freunden wurden. Die Schließung des Bergwerks trifft auch viele Halterner. Denn in den vergangenen Jahrzehnten rückte der Bergbau immer näher an die Stadt Haltern am See heran. Ich finde es sehr schade, dass die Kohle geht, auch wenn wir in Lippramsdorf ja viele Probleme mit den Bergschäden haben. Aber trotzdem, die Kohle ist ein Gewinn für die Region, bedeutete viele Arbeitsplätze, bedeutete Wertschöpfung. Und bin mir ganz sicher, dass man das auch im Halterner Einzelhandel merken wird, dass die Kohle jetzt nicht mehr da ist. Trotz aller Wehmut blickt Marl nach vorne. Auf dem jetzigen Zechengelände sollen neue Firmen angesiedelt werden. Hier ist ganz wichtig, dass die Region, dass das Land aktiv in die Ansiedlung neuer Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze investiert, sich darum kümmert. Das ist auf dem Weg. Aber ob natürlich die ganze Zahl der Arbeitsplätze zu ersetzen wird, ist noch offen. Aber wir arbeiten auch da aktiv mit. Im gesamten Ruhrgebiet gibt es gute Beispiele dafür, wie die Umnutzung von Industrieflächen gelingt. Die Stadt Marl und die RAG haben mit Unterstützung des Landes eine Machbarkeitsstudie für das Gelände von Auguste Victoria erstellt. Die neue Victoria, so der Arbeitstitel, soll Platz für produzierendes Gewerbe, Logistik und Handel bieten. Ich glaube besonders, der sogenannte trimodale Verkehrsanschluss, also die Kombination von Auto, Schiene und Wasserweg, dürfte für viele Investoren interessant sein. Zum Ausklang der Veranstaltung sang der Ruhrkohlechor in Begleitung der AV-Kapelle das Lied Glück auf, der Steiger kommt. Rund 100 Mitarbeiter bleiben noch bis zum Jahresende 2016 beschäftigt. Sie organisieren den Rückbau der Zechenanlagen und den Verschluss der Schächte.